Sie qualmten auch gestern Abend noch die Trümmer, die der Brand eines Schafstalles in Scheuring übrig gelassen hat. Früh um 6:30 war die Feuerwehr alarmiert worden. Sie rückte mit über 100 Mann an, denn nebenan stehen Wohngebäude. Bei ihrem Eintreffen brannte der 15 mal 30 Meter große Stall jedoch bereits lichterloh. 100 Mutterschafe mit ebenso vielen Lämmern kamen in den Flammen um. Wie bei den anderen Bränden seit Mitte Dezember hatte auch hier die Feuerwehr mit der Wasserversorgung zu kämpfen. Das ist abgelegen, ja, da gibt es keine zentrale Wasserversorgung. Wir haben die Erstversorgung über Fahrzeuge gemacht, ca. 3000 Liter über Fahrzeuge. Und dann ist zugleich auf Versorgung vom Lech aufgebaut worden, der ungefähr westlich so ca. 600 bis 800 Meter liegt. Und dann haben wir das Ganze vom Lech aus gelöscht. Noch zweimal rückte die Freiwillige Feuerwehr Scheuring gestern an, um zu verhindern, dass nochmals ein Feuer aufflammt. Das Problem ist, weil gepresste Heubüschel drin sind und es sind immer Glutnester, wo Schwelbrände immer wieder vor sich gehen. Und die kann man nur in den Griff kriegen, indem man die Glutnester auseinanderzieht und dann wieder löscht. Weil es sich auch hier um Brandstiftung handelt und ein landwirtschaftliches Gebäude mit Stroh und Heu betroffen ist, geht die Polizei davon aus, dass der gleiche Täter am Werk war, dem sie bereits 9 Brände zwischen Landsberg, Weilheim und Schongau zurechnet. Bisher ging unter anderem eine Halle mit einer Sammlung historischer Traktoren in Flammen auf, ansonsten vor allem Heustadel auf freiem Feld. Neu ist, dass der Brandstifter diesmal nördlich von Landsberg zugeschlagen hat und dass dabei Tiere ums Leben kamen. Der Schaden der Brandserie hat sich damit von 500 auf 600.000 Euro erhöht. Eine 10-köpfige Ermittlungsgruppe arbeitet an der Aufklärung der Brandfälle.